Pepe Cipolle! So, Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed 2 aus der wunderschönen Toskana. Und in der letzten Folge haben wir bereits die ersten Handlanger hier aufgespürt. Und ihr könnt euch denken, was wir mit ihnen gemacht haben. Heute soll es weitergehen. Aber wir sind hier in diesem wunderschönen, in dieser, ja, Schloss oder Burg, kann man wohl sagen. Burgstadt. Und hier gibt es natürlich auch wieder super viele Nebentätigkeiten. Wenn ich nochmal die Karte erwische, dann seht ihr natürlich, hier haben wir ähnlich wie auch in Firenze mit einer etwas weniger hohen Dichte natürlich super viele Sachen, die wir uns hier angucken können. Wie kann ich denn mal zoomen? Kann ich nicht. Gut, lassen wir. Ich sehe eine Codex-Seite, ich sehe hier ein Assassinengrab. Alles wunderbar. Lasst uns aber erstmal mit der Hauptgeschichte weitermachen. Ich glaube sonst, kommen wir hier nicht weiter. Zu diesem Spiel kann man sicherlich auch nochmal einen Livestream machen, indem man alle verbleibenden Secrets sich anschaut. Ich glaube, das bietet sich bei Assassin's Creed 2 sehr gut an, weil es ein sehr schönes Spiel ist mit sehr vielen angenehmen Secrets, die man auch gerne sucht, weil sie einem mehr über die Geschichte und über das Lore erzählen. Allerdings versuche ich schon, alle Glyphen zu sammeln und auch alle Assassinengräber euch im Let's Play zu zeigen. Mir geht es da eher ein bisschen um diese sekundären Sachen, wie beispielsweise, boah, das war ein harter Tritt. Wie zum Beispiel die Federn. Das ist halt wirklich, ja, eine Fleißarbeit, 100 Federn hier in allen Open Worlds zu finden. Das kann man dann wirklich nochmal in einem Livestream machen. Beziehungsweise die ganzen Rennen, die ganzen, ach, was weiß ich, was man hier alles so noch hat. Gut, dann aber, ich plündere natürlich hier kurz, die Wurfmesser, muss ich sagen, die kann man sich echt sparen, wenn man immer mal hier so ein paar Gegner plündert. Rauchbomben natürlich auch. Und somit zu dir. Ezio, das wurde aber auch Zeit. Wir haben Bernardo Baroncelli gefunden. Gute Nachricht. Sagt mir, wo er ist, dann werde ich mich um ihn kümmern. Das ist das Problem. Lorenzo ließ ihn schon vor Tagen festnehmen, als er uns aus Konstantinopel überstellt wurde. Doch er konnte fliehen. Wir glauben, dass er sich in San Gimignano befindet. Va bene. Mal sehen, ob ich ihn festnageln kann. Wie könnt ihr mit Erfolg rechnen, wenn wir alle versagt haben? Ich habe andere Möglichkeiten. Das nenne ich eine Ansage. Bernardo Baroncelli finden und eliminieren. Ein weiterer Handlanger. Ihr seht also, diese Sequenz beschäftigt sich sehr viel mit, ja, Handlangern, muss man sagen, in der Toskana. Vielleicht auch ein Grund, warum ich die Toskana nicht mehr so gut in Erinnerung habe, bis auf den, ja, eigentlichen Hauptgegner hier. An dessen Quest kann ich mich noch sehr wohl erinnern. Die findet aber außerhalb der Stadtmauern statt. Was macht ihr hier? Stopp. Oh Gott, wie konnte ich denn? Da ist er. Wir da. Packt ihn. Ich versuche ja wirklich, meinen gesuchten Status hier zu minimieren, aber es ist mir nicht gelungen bisher. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Offensichtlich einiges. Aber lasst uns jetzt erstmal mit dem Adlerauge schauen. Na gut, hier ist halt auch alles mit Wachen zugekleistert. Wir müssen nämlich aufpassen, dass wir hier nicht entdeckt werden. Aber ich habe ihn schon gesehen. Oh. Sorry. Oh, oh, oh. Gut. Hat sich erledigt. Aus dem Kampf raus. Wir dürfen ihn nicht entkommen lassen. Hier ist natürlich alles zu mit Wachen. Ja gut, was ist denn hier passiert? Muy bene. Ich wusste, dass ihr kommt. Wo ist Jacopo?
damit ihr ihm tun könnt, was ihr mir getan habt. Noch habt ihr Zeit, euer Gewissen zu reinigen. Wir treffen uns bei der Kirche, wenn ein Treffen einberufen wird. Es tut mir leid, dass es so kommen musste. Requiescat in pace. Okay, wir sind ja aber noch nicht fertig. Oh. Irgendwann wird er müde. Ja, Mugwester Pacem. Was? Braucht ihr die Erlaubnis? Eine Blöße, Männer. Na kommt. Ihr wolltet tanzen? Ihr könnt tanzen. Oh, so. Non sono mica così. Da. Haltet die Deckung hoch. Irgendwann wird er müde. Renn du nur. Okay, wir bräuchten mal langsam wieder Medizin. Ich hoffe, jemand von euch hat Medizin. Irgendwie ist Medizin eine ganz schöne Mangelware geworden, spricht aber auch ein wenig für die damalige Zeit. Und ihr seht schon, die Truhe in der Villa füllt sich. Ich bin sehr geneigt, mal wieder nach Monte Regioni Ausritt zu machen. Allerdings bringt uns das ja nun auch nicht weiter. Oh, guck mal, wir können sogar ihn plündern. Und wir haben hier eine kleine Assassinen-Mission, so wie ich das verstehe. Noch ein Fremdling. Hey, ja gut, es geht halt auch nicht anders, wenn die einen alle 2 Sekunden verfolgen. Das ist dann natürlich schon sehr nervig, muss ich sagen. Oh. Wenn man einmal gesucht ist. Weg damit. So, und hier müsste doch jetzt auch eine Mission sein. Also. Die können wir eigentlich immer mal machen nebenbei. Ich möchte mir auch noch die Codex-Seite abholen. Ernte, was du gesät hast. Ich habe einen Günstling der Pazzi auf einer Farm östlich von San Gimignano aufgespürt. Tötet ihn und wir werden etwas ruhiger schlafen. Lorenzo. Nun gut, tun wir das. Kommen wir überhaupt raus? Na, schnell. Oh Gott, hier liegt ja alles voll. Solch ein Unheil. Interagieren, interagieren. So, geht nicht anders. Müssen wir mit der Brechstange. Aber diese Wiesen sehen natürlich wunderschön aus hier mit diesen roten, was sind das? Mohnblumen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie es sind, aber die sind auch rot. Die sieht man auch hier und da mal in Deutschland, aber natürlich unvergleichbar. Auch für so ein altes Spiel, die Toskana so schön umgesetzt. Die verschiedenen Wiesen, die Weinberge, diese unglaublich toll anmaßenden Bauten. Hier stimmt einfach alles. Sag mal, na gut, egal. Ich wollte gerade sagen, Attentate mit der versteckten Klinge sind auch nicht mehr so in der Mode bei Ezio. Diesmal. Ketche, aspetta. Na komm. Kommt schon ran. Spitze die Mörder. So. Da müssen wir es halt auf dieser Tour machen. Hier ist auch noch ein Aussichtspunkt, der auch noch nicht erklommen wurde meinerseits. Das werden wir jetzt nachholen nach der Plünderei. Denn wir brauchen ja viele, viele Ressourcen und der gute Herr hat sogar Medizin. Also wahrlich eine Bereicherung für mein Inventar. Nochmal Medizin, immer her damit. Und jetzt nichts wie hier hoch. Hier geht's nicht weiter. Man muss echt gucken, wo ist der nächste Stein oder der nächste irgendwas, wo man sich festhalten kann. Hier wäre das. Und hier kommen wir dann auch ziemlich, doch kommen wir komplett hoch. Wunderbar. Und dann langsam herantreten und sich das hier erstmal
ganz genau anschauen. Ich verwechsel immer wieder die Knöpfe, weil die einfach falsch angeordnet sind in dieser Version. Und hinunter mit dir. Ihr seht schon immer noch so viele offene Aussichtspunkte. Na gut, man muss sagen, wir haben ja auch noch einige Welten gar nicht gesehen, wie Venedig oder Forli. Gut, eine Welt, muss ich sagen, die man auch nicht unbedingt sehen muss. Forli ist nicht so dolle. Venedig natürlich umso mehr. Ihr kennt alle Venedig in diesem Spiel. Eine unglaublich schöne Karte. Ich kann es auch kaum erwarten. Dementsprechend lasst uns auch nicht trödeln und so schnell wie möglich hier aus der Toskana rauskommen. Die Toskana ist zwar kein schlimmer Abschnitt, aber ich würde sagen doch eher einen, den man mal vergessen kann. Und hinter den Stadtmauern, innerhalb der Stadtmauern, da sind doch hier gerade irgendwelche Diebe. Der will mich doch hier jetzt veräppeln. Wie komme ich hier rein? Na toll. Hier geht es zwar überall raus, aber nirgendwo rein. Eine Stadt ohne Eingang. Okay, das ist jetzt natürlich für den Spieler ein wenig doof. Genau, hier bin ich irgendwann mal, hier bei dem Assassinen-Symbol bin ich... Ach nee, hier scheint ein neues gespawnt zu sein, oder? Na gut. Hier müsste ein Eingang sein. Ja, und ich werde direkt wieder erkannt. Das macht doch Spaß. Also das ist vielleicht so ein Kritikpunkt, wenn man dann mal gesucht wird, wollte ich sagen. Dann übertreiben sie es aber auch gerne. So. Cool. Nun auf zur Hauptmission. Oh nein. Komm, Ezio. Kleine Schritte, das sind die wichtigsten. Oh, es sieht aber... Also ich muss schon sagen, ich finde es ein wenig schade, dass die Story hier doch nicht... Ja, mehr aus dieser wunderschönen Stadt gemacht hat. Weil ich würde hier schon, ehrlich gesagt, ein bisschen mehr erfahren. Aber leider ist Assassin's Creed 2, das kann man vielleicht als eine der Schwächen verkaufen... Es dreht sich schon sehr viel um die beiden Städte Florenz und Venedig und die anderen Schauplätze, mal abgesehen von Monteriggioni, aber das ist ja mehr oder weniger eh ein Sammelpunkt zu jeder Zeit in dieser Geschichte. Die anderen Schauplätze, die sind ein bisschen stiefmütterlich behandelt und hier haben wir... Das Assassinengrab. Okay, ich habe gedacht, wir hätten hier noch eine Glyphe. Aber ich glaube, mit den Glyphen sind wir hier ganz gut bisher gefahren. Wir müssen auf dieses Dach. Und ich bin mal gespannt, was wir jetzt für eine Mission haben. Da kann ich mich jetzt gar nicht so gut dran erinnern. Wir nehmen mal die große Runde. Da seht ihr einfach mal, wie toll hier auch das, ja, wenn man so möchte, das Reisen über die Dächer sein kann. Außer dieser riesige Turm wird mir zum Verhängnis. Dieser Turm wird mir zum Verhängnis. Aber nur ein wenig. Nee, doch nicht. Ich habe gedacht, hier komme ich wieder hoch. Okay. Aber dafür haben wir die Codex-Seite hier direkt um die Tür. Von daher ein Schicksalszeichen. Okay. Muss ich die dann erst auswählen, die versteckte Klinge, dass der hier... Geh weg! Na, du bist ja lustig. Aber... So. Damit geht es nämlich alles ein bisschen schneller, muss ich sagen. Das ist unerträglich, ekelhaft. Das kann ich verstehen, aber die Frau wirkt so, als hätte sie das jetzt nicht das erste Mal gesehen. Von daher spricht für die Zeit. Gut, holen wir doch diese Codex-Seite ab. Die können wir nämlich wirklich immer gebrauchen. So, das müsste auch einer der letzten gewesen sein hier in der Toskana. Jetzt aber nichts wie zur Hauptmission. Hier kommt der kühne Edelmann mit langem, starkem Arm. Oh nein.
Nichts wie weg, der will Geld. Geld, Geld, Geld. Okay, wo ist dieses Dach? Wir dürfen nicht hier oben sein. In Flotschu, haltet ihn, Ragazzi. Ruhe. Okay, ihr merkt, glaube ich, warum viele Leute dieses Spiel mögen. Es ist sehr smooth. Bei solchen Freunden, Jacopo de Pazzi bis zum Templer treffen, verfolgen und dann eliminieren. Und das ist diese Mission wahrscheinlich schon. Ich wollte doch sagen, Jacopi stirbt außerhalb der Stadtmauern. Wahrscheinlich müssen wir ihn bis dorthin erstmal verfolgen. Okay, und damit wahrscheinlich auch das Ende dieser Sequenz. Führt er mich zu seinen Templerbrüdern. Ich werde mehr Namen auf der Liste haben. Wir haben eine erneute, weiß gar nicht, wie man sie nennt. Ich glaube, im Englisch nennt man sie Tailing Sequenz, also eine, ja, Verfolgungssequenz ist ja falsch. Das war jetzt nicht so intelligent meinerseits. Kennt ihr ja von mir. Aber das ist die typische, bleib unentdeckt, während du den Feind oder den Gegner verfolgst, Mission, die man so ziemlich aus allen Assassin's Creed Teilen kennt, bis Black Flag. Auf jeden Fall, Black Flag waren diese Missionen auch sehr gerne genutzt. Gerade am Anfang, da erinnere ich mich. In Assassin's Creed 3 hat man einige. In Assassin's Creed 3 haben sie es ein bisschen übertrieben. Wer sich nicht erinnern kann, in Assassin's Creed 3 gab es ja auch immer diese Zusatzoptionen, also Zusatzdinge, die man machen musste, um in einer Mission 100% Synchronisation zu bekommen. So, weg mit dir. Und da muss ich sagen, Assassin's Creed 3 auf 100% zu spielen, das ist schon manchmal wirklich eine Frechheit. Wir haben gerade diese Verfolgungsmissionen und diese typischen, werde nicht entdeckt, während du irgendetwas nicht Gutes tust, Missionen, die haben sie schon sehr fies gemacht, um sie auf 100% zu bekommen. Ach, die Damen, verfolgen sie mich. Laufen Sie mir doch hinterher, leisten Sie mir doch ein wenig Gesellschaft. Ich glaube auch für diese Wachmänner, die jetzt ganz genau hingucken, wer gerade diese zwei wunderbaren Musiker ermordet hat. Das muss nicht sein. Genau, lenkt mal den Herrn ab, der kommt mir nämlich hier ziemlich nah. Lockt sie vielleicht nicht in meine Nähe, die Damen? Die Damen, bitte. Was planst du mit den anderen, Jacopo? Ich glaube, der plant gar nichts. Die Herren, bitte woanders. Okay, die sind stur. Wunderbar. Na gut, wir haben die Damen verloren. Sie haben andere... Ja. Och, du. Auch das noch. Ja, und genau deswegen sind diese Missionen nicht mehr in modernen Assassin's Creed Spielen. Das ist tatsächlich etwas Gutes. Mich haben sie nicht gesehen, so viel weiß ich. Weil sie sind ein wenig langweilig und man kann schnell scheitern. Ich schwöre, ich will euch nichts Böses, Messere. Hast du den Verstand verloren? Hat euch mein Lied nicht gefallen, Signore? Nein, es hat nicht gefallen. Schnell die Damen, wir müssen ein wenig schneller machen. Sonst verlieren wir die werten Herren. So, die Damen bitte. Ja, jetzt haben wir wieder unsere wunderbare Kurtisanenfraktion. Spielen auch eine große Rolle in Assassin's Creed Brotherhood, dem direkten Nachfolger. Auch Ezio hier in der Hauptrolle. Und wir haben in diesem Spiel natürlich dann auch Rom als Hauptstadt. Und eigentlich nichts anderes. Im Gegensatz zu diesem Spiel hat man sich da auf eine etwas größere einzelne Map fokussiert. Und das ist ziemlich gut gewesen. Ich mag beide Konzepte funktionieren und Assassin's Creed Brotherhood ist aus meiner Sicht das etwas bessere Spiel als Assassin's Creed 2. Sie sind sich sehr ähnlich, aber Assassin's Creed Brotherhood ist einfach, müsst ihr verstehen, die noch bessere Version von einer ohnehin schon unglaublich guten Version und das macht viel Spaß.
Also wirklich, Assassin's Creed Brotherhood, unglaublich. Revelations habe ich nie gespielt. Ich müsste es mir mal angucken, aber ich muss sagen, mich nimmt so dieses Setting nicht so mit. Das ist so ein bisschen grauer und düster und ich habe mich noch nie wirklich geöffnet dem Spiel gegenüber. Vielleicht sollte ich das tun, bevor ich eine voreingenommene Meinung treffe, die auf mehr oder weniger gar nichts basiert. Aber ich glaube, ich bleibe da eher bei den ersten zwei Ezio-Spielen. Assassin's Creed 3, natürlich auch ein wunderbares Spiel. Viele, fand ich, haben das Spiel mal ein bisschen auf Sachen reduziert oder auf Dingen kritisiert, bei denen ich nicht übereinstimme. Zum Beispiel, dass Connor kein Profil habe. Connor ist ein wirklich unglaublich guter Protagonist. Er ist ganz anders als Ezio. Er ist nicht dieser Macho, dieser Vorangehende, aber wunderbar. Genau, wir gehen nämlich nach draußen. Das ist eine ganz schön lange Verfolgungsmission, wenn ich so jetzt drüber nachdenke. Aber sie hat ja auch einen Sinn. Dein Brief erwähnte Venedig. Sind die Templer auch dort? Und wir werden in der nächsten Sequenz nach Venedig gehen. Ich glaube, das war jetzt der Wink mit dem Zaunpfahl. Aber natürlich, wir müssen ja auch nach Nevedig heißt es. Genau. Die Mischung aus Venedig und Nevada, keine Ahnung. Mein Gehirn stellt immer wieder wunderschöne Konstellationen an. Aber ich glaube, diese Mission ist gar nicht so einfach, wenn es dann endlich mal zur Sache geht, nachdem wir hier 10 Stunden dem Herrn hinterhergelaufen sind. Und ja, das war mal High-Quality-Content in einem Spiel. Ich verstehe es ja. Assassinen, da muss man beobachten, da muss man verfolgen, da muss man beschatten. Da geht es nicht nur ums Meucheln und ums Action, das ist doch ganz klar. Aber diese Missionen waren schon immer ein wenig zu... Ich würde mal sagen, man hat sie an der falschen Stelle programmiert oder man hat den Fokus an die falschen Dinge gelegt. Und das fällt dem Ganzen hier auf die Füße. Jetzt müsst ihr aber da sein, hier links. Und genau daran kann ich mich erinnern. Es wird einen Grund geben, warum ihr hier steht. Oh, hier gibt es eine Glyphe. Die sollten wir uns auch nochmal anschauen. Wenn wir noch die Möglichkeit dazu haben. Ich muss... Wie viele Männer sind für meines Vaters Tod verantwortlich? Wow. Es tut mir leid, Maestro. Ich tat alles, was ich konnte. Doch der Assassine ist zu stark. Anscheinend. Sonst wären die anderen mit dir hier. Ganz zu schweigen davon, dass Florenz in den Händen der Medici bleibt. Das ist Francescos Fehler. Seine Ungeduld machte ihn unachtsam. Ich versuchte die Stimme der Vernunft. Wohl eher die Stimme eines Feiglings. Ihr habt gut reden, Signor Barbarigo. Hättet ihr uns gute Waffen statt dieses Mülls geschickt, den ihr Venezianer Waffen genug nennt? Wir haben eurer Familie vertraut und ihr entlohnt uns mit Untätigkeit und Inkompetenz? Und wenn ihr eure Fehler erklären sollt, habt ihr nur Entschuldigungen und Beleidigungen? Wie soll ich darauf reagieren? Ich weiß es nicht. Schon gut. Aber ich... Nein! Bitte! Nicht! Bitte nicht was? Ich kann das klären. Nur verschont mich. Nein. So eine Sauerei. Tut mir leid, dass ich eure Beute erledigt habe, Assassine. Habt ihr geglaubt, ich würde nicht erwarten, dass sie uns folgt? Dass ich es nicht plante?
Wir spielen dieses Spiel schon länger als ihr. Tötet ihn. Ich weiß, ihr tut nur, was euch befohlen wurde. Wenn ihr mich gehen lasst, verschone ich eure Leben. Ha! Hört euch den an! Nun gut. Uns wurde die Arbeit abgenommen. Avanti, mi stai annoiando. Okay, diesen Gegner haben wir noch nicht gehabt, diese schweren. Die kommen dann vor allem auch in Venedig. Kommt! Moment mal. Oh, diese Steuerung. Alter, was geht denn jetzt ab hier für einen Warnblinker? Okay, Ruhe ins Spiel bringen. Wir brauchen Medizin. Ich hätte vielleicht nicht alle Rauchbomben vernageln sollen. Wunderbar. Kann er mal aufhören zu stöhnen? Also diese Mission gerät ja völlig aus dem Ruder. Was macht man gegen die? Einfach greifen, oder was? Wollt ihr da nur so rumstehen? Junge. Okay, wir sollten mal schnell machen. Der alte Mann kann nicht mehr. Wir müssen unbedingt nach Montrigioni in der nächsten Folge. Oh, meine Herren. Was ein Gnadenlied hier. So, wenn der Mann mir jetzt noch länger ins Ohr stöhnt, dann weiß ich auch nicht. Ist ja gut. Geh voran, ohne Angst und ohne Last. Requiesca in pace. Und damit haben wir Sequenz 5 auch abgeschlossen. Und es wird uns wohl bald nach Venedig verschlagen. Oder nach Firenze. Nun gut. Und wir kennen dieses Haus. Das ist doch das Haus? Ist es nicht das Haus der Auditore? Und ich bin gerade sehr geneigt, nach Montrigioni zu reisen. Doch was haben wir hier, Lorenzo? Die Pazzi sind tot.
Jeder einzelne von ihnen. Ich muss zugeben, ich hätte nie gedacht, dass ich mir den Tod anderer so wünschen könnte. Ich auch nicht. Ezio, ich danke euch für eure Hilfe, meinen Traum noch länger am Leben zu erhalten. Es war mir eine Ehre, Signore. Was werdet ihr nun tun, mein Sohn? Es gibt noch andere, die ich finden muss, Signore. Und die graben ihre Klauen bereits ins Herz Venedigs. No. La bella Venezia. Dann muss euch euer Weg dorthin führen, Ezio. Bevor ihr geht, hier ist etwas für euch. Ein Geschenk. Dieser Umhang identifiziert euch als Freund der Medici. Solange ihr ihn tragt, werden euch die Stadtwachen mehr verzeihen. Aber seid gewarnt, er bietet euch keine Immunität vor dem Gesetz. Das Glück möge eure Klinge bevorzugen. Vielen Dank, Lorenzo. Du bist und wirst ein guter Freund sein. Der Medici-Umhang lässt sie für Medici-Wachen dauerhaft anonym sein. Das Ding sieht erstmal extrem schön aus und ich hoffe, wir werden jetzt weniger von den Wachen verfolgt. Gerade in Venedig kann das nämlich schnell ein Problem werden, denn dort haben wir auch die schwer gepanzerten Wachen, die ihr auch gerade in dem Kampf gesehen habt, mit diesen riesigen goldenen Rüstungen. Die sehen natürlich schon ganz schön cool aus und die können halt auch ganz schön was wegstecken. Ich glaube, ich sollte mich auch besser in Form halten. Okay, Freunde. Ich würde sagen, wir schauen in der nächsten Folge erstmal in Montregioni vorbei, um von dort aus nach Venedig zu reiten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vergesst nicht, wir haben mittlerweile den kleinen YouTube-Partner-Status. Das bedeutet, neben Abonnieren und Glocke aktivieren, könnt ihr auch Mitglied des Kanals werden und dort viele exklusive Inhalte freischalten, früher Video-Uploads euch anschauen und. Also schaut da gerne mal vorbei, ist oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich sage Tschüss und bis zur nächsten Folge.